Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu F1 2012. Eine der spannendsten Saisons, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Sebastian Vettel und Fernando Alonso fighten um den WM-Titel. Und ich glaube, am Ende hat sich Sebastian Vettel mit 3 Punkten Vorsprung durchgesetzt. 284 zu 281 oder 286 zu 83. Irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall war es am Ende super, super eng. In Brasilien wurde das Rennen entschieden. Und ein absoluter Skandal der Formel-1-Geschichte. Ein Formel-1-Finale ging mal hinterm Safety-Car zu Ende. Das hätte man im letzten Jahr definitiv noch zu verhindern gewusst. So, gehen wir ins schnelle Rennen. Wir haben Red Bull, wir haben McLaren, wir haben Ferrari, Mercedes, Lotus, Force India, Sauber, Toro Rosso, Williams, Caterham, HRT und Borussia sind mittlerweile raus. HRT aber insbesondere hier mit einem sehr, sehr schönen Auto, wie ich finde. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man Ironman-Auto mit der Farbe Weiß gepaart. Sieht sehr schön aus. So, ansonsten war das eine super spannende Saison, allein schon daher, weil in den ersten 7 Rennen 7 verschiedene Rennsieger dabei waren. So, ich glaube, wir nehmen dieses Mal Mercedes. Und zwar mit Michael Schumacher. Ich habe lange genug einen Bogen darum gemacht, mit Michael Schumacher ein Gameplay zu machen, weil ich mir immer gedacht habe, ey, ich möchte nicht irgendwie mit dem Namen von jemandem Geld machen, bei dem der Zustand ungewiss ist und. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir, es ist mittlerweile genug verjährt, dass man da jetzt nicht irgendwie krass Klicks mit abstauben kann, nur weil es Michael Schumacher ist. Und das wird ja vermutlich nicht im Thumbnail oder so stehen. So, gucken wir mal, und selbst wenn, ja. Wir fahren heute 5 Rundenrennen, wir fahren mal nur das Rennen. Oh, Streckenseits. Mal gucken, ganz kurz, kriege ich die Sieger zusammen? Also hier hat Jenson Button gewonnen. Super überlegen, was die McLaren abgeliefert haben. Red Bull war nah dran, danach ging es irgendwie drunter und drüber mit vielen Teams. In Malaysia hat Alonso gewonnen. In China war es Nico Rosberg. In Bahrain. Lassen wir für den Moment mal aus. Spanien hat Pastor Maldonado gewonnen. Monaco hat Mark Webber gewonnen. Und hier hat Lewis Hamilton gewonnen. Wer hat in Bahrain gewonnen 2012? Warte mal, kann ich mal kurz durch die Teams nochmal durchgehen? Ich glaube, das erlaube ich mir gerade mal. Also es war kein Lotus. Kein Sauber. I am verwirrt. Das war nie und nimmer Felipe Massa. Oder war es da schon Mark Webber und... Nee, Mark Webber hat den... War es wirklich einer der... Nee. Nee, das war doch keiner der Lotus. Der hat 2012 in Bahrain gewonnen. LOL, Vettel! Ich bin schon safe davon ausgegangen, dass Vettel irgendwo schon einen Sieg hat. Ich war so safe der Überzeugung, dass ich Vettel schon aufgezählt habe. Das ist so selbstverständlich für mich in den 4 Jahren gewesen, dass ich im Kopf hatte, ja, ich habe Vettel doch safe schon genannt. Uff. Ja, okay, gut. Dann wurde noch in Valencia gefahren. Großbritannien, oh, Hockenheimring. Nice. Ungarn, Belgien, Italien, Singapur, Japan, Yongam hatten wir, Korea, Indien mit dem Butt International Circuit und Abu Dhabi. Ja, Austin ist in der Saison dazugekommen, überspringen wir schnell mal. Und Brasilien, wir fahren mal in Malaysia. Let's go. Ja, die Saison 2012, eine sehr, 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 sehr interessante Season. Ja, letztendlich letzte Saison von Michael Schumacher. Manch einer denkt sich, ey, hätte er doch 1-2 Saisons nochmal drangehängt. Ja, who knows, vielleicht hätte es da gepasst. Ah, und damals war es nicht einheitlich, wie die Farben, also die Farben und die Bezeichnung weich und hart und so war nicht einheitlich. Es gibt Strecken, da sind die gelben Reifen die weichen und. Das ist ein komplett weirdes System gewesen. Die harten, finde ich auch nicht so klug gelöst, sind einfach nur ein bisschen dunkler in dem Fall, sind grau im Vergleich zu den weichen. Die Weichen waren gestellt für Verwirrung. So, komm, wir fahren mal mit dem Standard-Setup. Eine kleine Ankündigung. Wir werden in den nächsten Tagen
den WM-Modus in diesem Spiel spielen. Weil es gab in dieser Saison 7 Weltmeister? Michael Schumacher, jetzt Sebastian Vettel bitte nicht wieder vergessen. Räikkönen, Button, Hamilton, Alonso, Schumacher, Vettel und... Es gab 6 Weltmeister. Und es geht los! Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. So, der Mercedes damals mit der so ziemlich hässlichsten Nase. Die Regelung war ja, dass die Nasen eine gewisse Tiefe haben mussten. Oh, Grosjean, Spinalla! Die Nase musste ja in gewisser Form tiefer sein als sonst. Und nur McLaren hat es, finde ich, hinbekommen, eine wirklich schöne Nase hinzubekommen, die dann auch ziemlich stufenlos war. Ansonsten super krass, wie schmal einfach das Heck von dem McLaren zum Beispiel jetzt ist, ne? Wie schmal die Autos waren, wie hoch die Heckflügel dabei auch waren. Ja, ganz kurz mal erklärt, was ist der WM-Modus? Der WM-Modus ist im Prinzip, dass du gegen jeden Weltmeister mal antrittst und am Ende auch gegen jeden Weltmeister in einer Challenge antrittst. Und der Gedanke ist halt einfach, dass du ja einfach jedes Mal so eine Challenge hast. Und ich habe mal letztens getestet, wie das so ist. Und kam jetzt nicht auf Anhieb bei der Räikkönen-Challenge durch, deswegen dachte ich, wäre mal was für uns. Gucken wir uns mal an. Ja, Malaysia war auch ein lustiges Rennen. Das war ein Regenrennen. Fernando Alonso war damals relativ knapp vor Sergio Perez. Der hat sich immer wieder dran gekämpft. Und am Ende kam dann doch irgendwie Fernando Alonso durch mit einem extrem schwachen Auto. Also der Ferrari war die ersten Rennen überhaupt nicht gut. Und ich habe viel zu viel ERS schon im Vorhinein verwendet. KERS. Damals war es KERS, nicht ERS. Weil damals war es Kinetic Energy Recovery System. Mittlerweile gibt es ja auch die Heat-Komponente. Heat! Aber die scheint nicht so der Heat zu sein. Versteht ihr? Die neuen Motoren werden ja wohl anscheinend ohne MGUH geplant. So, Scherz beiseite. Die McLaren... Die sind bis zu 280 schneller als ich, aber danach bin ich viel schneller. War kurz verwirrt, ob da nicht gerade ein Subscription Alert gekommen ist, obwohl ich gar nicht live bin. Ja, bin ich nicht. Jensen Button. Da tut sich hier ein bisschen schwer. Ja, und Hamilton zieht mir gerade komplett davon. Mal gucken, wo die KI hier überholen kann. Ansonsten wunderschöne Strecke in Malaysia. Diese Links-Rechts-Kurve finde ich am geilsten, so ziemlich. Weil du da, wenn du sie optimal erwischst, nicht so wie ich jetzt, extrem früh wieder aufs Gas stempeln kannst und dann bam. Ich finde, den ersten F1-Spielen von Codemasters war, ich glaube, ich habe ihn jetzt ausgestellt, der Reifenabrieb. Ein Problem. Weil du immer unverhältnismäßig viel Reifenabrieb hattest. Klar, das war damals auch schon ein gewisses Problem für die Teams, 2011 und 12 vor allem, die Reifen richtig zu verstehen, den Abrieb richtig abzuschätzen. Aber so akut wie in dem Spiel war es, glaube ich, nicht so super oft. Ich erinnere mich noch einmal, dass Räikkönen auf Platz 2 liegt in China, auch 2012, dann mal abgerutscht ist, auf Platz 11 innerhalb von 2-3 Runden. Das war natürlich sehr herbe, aber... Tschüss. Wie gesagt, so akut, dass du halt nach 5 Runden oder so schon dicke, fette Probleme hast, war es eigentlich nie wirklich. Beziehungsweise sagen wir es mal so, auch da im Vergleich zur KI ist es halt ein extrem erhöhter, gefühlt sehr erhöhter Abrieb gewesen. So, die McLaren scheinen einfach OP zu sein. Ich glaube, McLaren war auch 2012 einfach mit dem besten Auto bestückt. Ich glaube, wenn McLaren eine Sache hinbekommen hätte in der Saison, was sie sehr oft schon nicht hinbekommen haben, nämlich ein zuverlässiges Auto zu bauen, dann hätten sie safe damals schon einen Titel holen können. Da hätte Hamilton damals den zweiten Titel geholt. Aber wäre wahrscheinlich nicht zu Mercedes gewechselt. Ist ja die Frage... wie viel es langfristig geworden wären dann, ne? Aber, ja, ich erinnere mich noch an einige Situationen, wo sie dann in Führung liegend ausgeschieden sind. Ich weiß gerade nicht, ob es in Singapur auch passiert ist, aber Abu Dhabi dürfte das gewesen sein. Gut, in Brasilien wurde Hamilton letztendlich abgeräumt von Nico Hülkenberg, der sich dann quergestellt hatte.
In Katalonia gab es dasselbe, was Vettel letztes Jahr widerfahren ist in Ungarn-Rennen, nämlich dass McLaren zu wenig Sprit eingefüllt hat im Quali und deswegen hat er die Pole aberkannt bekommen. Boah, ich muss auch ehrlich gerade gestehen, ich krieg gerade die Rennen auch nicht zusammen, wo er wirklich einen Motorschaden hatte. Es gab so zwei, drei Fälle, ich glaube Singapur und Abu Dhabi waren zwei der Fälle, wo es dann wirklich sehr, sehr mies gelaufen ist. Ansonsten war McLaren pace-technisch echt stark. Nur wie gesagt, die Zuverlässigkeit. Als Raikkonen-Fan der Mitte 2000er Jahre kann ich sagen, Zuverlässigkeit war bei McLaren nie so das große Thema. So, Jensen Button, Jensson, my friend. Digga, die KI fährt gerade 2 Sekunden schneller als ich. Okay, der Mercedes haben wir verstanden, aber warum sind die so viel schneller? Das verstehe ich nicht. Ja, eine Sache, die ich bei F1 2012 ganz cool finde, ich sollte vielleicht die TC noch abstellen, vielleicht geht es dann schneller. Das Auto war damals schon ganz gut stabil. Ich finde, im 13er wurde es dann so ein bisschen schwabbeliger. Ich fand das damals ganz gut, weil hier kam der Punkt, wo das Auto oversteert, sehr plötzlich. Und im 2013er hast du es schon so in den Zwischenstufen gemerkt. Das Negative bei dem 2013er Spiel war dann aber, dass halt relativ früh passiert ist, dass du halt quer gekommen bist und dann kommst du halt in die Teufelsspirale. Reifen bauen ab, du wirst spürbar langsamer und. Und das ist halt hier nicht ganz so ein Problem. Und jetzt bin ich sogar eine Sekunde schneller. Wow, gute PB. Ja, da hat man es mal kurz gesehen. Ich habe die Traktionskontrolle auf Mittel. Werde ich aber vielleicht für weitere Fahrten abstellen. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Dave gegen die Welt-Format bei den F1 2012 Champions-Modes. Weil, wie gesagt, könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich habe das Raikkonen-Ding nicht auf Anhieb geschafft. Und das war die erste Challenge. Ich hoffe wirklich, dass ich keinen Weltmeister vergessen habe. Wollte PB fahren. Nein, jetzt nicht noch Maldonado! Oh! Okay. Wie haben wir Perez überholt? Keine Ahnung. Mal gucken, ob ich jetzt mit Windschatten ein bisschen näher rankomme. Ich glaube, es ist schon immer so gewesen im F1-Spiel, dass Windschatten OP ist. Und definitiv stärker wiegt als Dirty Air. Button kann sich hier aber auch nicht wirklich lösen von Raikkonen zumindest. Wo habe ich denn die ganze Zeit verloren? Oh! Es gab übrigens damals schon die Rewinds, das wollte ich euch mal jetzt zeigen an der Stelle. Deswegen habe ich mal bewusst einen kleinen Fehler. Wow! Alter, was machen die denn, hä? Hä? Deswegen habe ich hier bewusst einen Fehler eingebaut und hab's jetzt nochmal gemacht. Einfach mal, damit wir dieses Feature appreciaten können. Haben die so viel Sprit dabei, dass die einfach durchgehend pushen konnten? Auch geil, wie du heutzutage so präzise Angaben hast und damals haben sie einfach nur gesagt, ja, Benzin ist optimal. Und du hast keine Ahnung, kannst du jetzt pushen oder nicht? Oh Gott im Himmel. Nein! Ich mache ein Spinotto, no! Aber die Zeit ist schneller als meine PW davor. Alter, wie schlecht ich bin. Ja, also der WM-Modus ist auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt anpacken möchte. Genauso wie die Championship Edition Time Trials.
Ja, war doch nicht so schlecht, ne? Also nur 3 Sekunden hinterm Teamkollegen. Ist okay. Ja, hätte auch deutlich weniger sein können. Aber, ja, ich habe einen Spinaler gemacht. Ich hoffe, dieser kleine Rückblick hat euch gut gefallen. Ich guck mal ganz kurz, kann ich nach hinten beim Replay? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht den HRT zeigen. Schade. Googelt ihr aber nach. Bevor ihr das tut, lasst gerne einen Daumen nach oben, da gerne ein Abo raus und beim nächsten Video dabei sein. Vielen Dank fürs Einschalten, ihr Lieben. Haut rein, bis dann. Ciao.